Dieses Video erklärt im Rahmen der Ökologie die jahreszeitlichen Veränderungen im Ökosystem See. Kurzes Hintergrundwissen dazu. Der See lässt sich je nach Tiefe in drei Schichten unterteilen. Und zwar gehören die obersten Meter zum Epilimnion, fast synonym kann man diese Schicht auch als Nährschicht bezeichnen, da hier die Lichtstrahlung der Sonne für Phytoplankton noch ausreicht, um Photosynthese zu betreiben. Darunter angrenzend liegt die Kompensationsschicht, auch Metalimnion genannt, und darunter das sogenannte Hypolimnion. Präge dir die Lagen der drei Schichten Epimeter und Hypolimnion kurz ein, denn diese spielen bei der folgenden Betrachtung eine wesentliche Rolle. Eine Tatsache, die ihr ebenfalls im Hinterkopf behalten solltet, ist die, dass Wasser bei 4 Grad die höchste Dichte aufweist. Also 10 Grad kaltes Wasser, aber auch Eis mit 0 Grad sind weniger dicht. Umgangssprachlich kann man auch leichter sagen als 4 Grad kaltes Wasser. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der Dichteanomalie des Wassers, da eine derartige Dichte- und Temperaturkurve für Fluide sehr untypisch, eben anormal ist. Gut, dann kann es jetzt losgehen. Beginnen wir im Sommer. Im Sommer heizt die Sonnenstrahlung die oberste Schicht im See, also das Epilimnon, stark auf. Da diese Wasserschicht folglich eine geringere Dichte aufweist als die kühleren unteren Gefilden, durchmengt sie sich kaum mit tieferen Wasserschichten. Das heißt also, dass die Temperatur und somit der Dichteunterschied des Wassers dafür verantwortlich sind, dass sich eine Temperaturschichtung im See einstellt. Hier spricht man dann von Sommerstagnation. Doch die Strahlung der Sonne hat auch Folgen auf den Nährstoff- und Sauerstoffgehalt des Wassers. Im Epilimnon wird durch die immense Strahlung sehr stark Photosynthese betrieben, und zwar vom Phytoplankton. Folglich steigt der Sauerstoffgehalt an, jedoch durch die zuvor erwähnte Schichtung und Stagnation des Sees gelangt dieser Sauerstoff nicht in die tieferen Schichten des Sees. Außerdem ist warmes Wasser nicht fähig, Unmengen an Sauerstoff zu binden. Folglich wird davon auch einiges an die Luft abgegeben. Das Phytoplankton, welches sich rasch vermehrt, stirbt mit der Zeit ab und sinkt hinunter ins Hypolimnion. Dort wird es dann von destruenten Aerob, also unter Sauerstoffverbrauch, abgebaut. Wie ihr nun schon erahnen könnt, hat dies dramatische Folgen für den See. Zum einen gelangt kaum Sauerstoff vom Epilimnon nach unten, zum anderen wird der wenige Sauerstoff auch noch von den Destruenten aufgebraucht. Folglich können in nährstoffreichen sogenannten eutrophen Seen mit viel Phytoplankton nur Tiere die Sommermonate überleben, welche wenig Sauerstoff benötigen. Somit führt eine zunehmende Eutrophierung, also letztlich ein hoher Nährstoffeintrag, zur Verringerung der Artenvielfalt. Und im Extremfall erstickt der See förmlich und wird ausschließlich von anaeroben Lebewesen bewohnt. Zu Beginn des Herbstes haben wir also einen geschichteten See vorliegen, der in tieferen Wasserschichten sauerstoffarm ist. Im Herbst kühlt nun vor allem auch die obere Schicht ab, erhält dadurch eine größere Dichte und kann sich folglich mit Meta- und Hypolimnion durchmischen. Diese Schichtung des Sees wird folglich aufgehoben, man spricht von einer Herbstzirkulation. Verstärkt wird diese durch die starken Herbstwinde, welche das Ausbilden von Strömungen in Oberflächenwasser bewirken. Eine Folge davon ist nun, dass sauerstoffreiches Wasser ins Hypolimnon vordringen kann und dort den aeroben Abbau der restlichen abgestorbenen Biomasse beschleunigt. Der Winter läutet für den See wieder eine Phase der Stagnation ein. Wasser, welches kälter als 4 Grad ist, gelangt aufgrund der geringeren Dichte an die Oberfläche, gefriert dort und bildet eine Eisschicht. Diese Eisschicht dient zum einen als Isolator aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit, beziehungsweise in diesem Fall müsste es Kälteleitfähigkeit heißen. Sie schützt also den See vor weiterem Temperaturabfall und stoppt zugleich eine Durchmischung des Seewassers durch den Wind. Der Sauerstoff, der durch die wichtige Herbstzirkulation ins Hypolimnon gelangte, dient nun den Lebewesen zum Überleben und den aeroben Destruenten zum vollständigen Abbau der toten Biomasse. Im Frühjahr erwärmt sich nun der See auf einheitliche 4 Grad und die Wasserregionen durchmischen sich, begünstigt durch die Frühjahrsstürme, die wieder an der Wasseroberfläche angreifen können, da das Eis geschmolzen ist. Steigt die Temperatur weiter an, vermehrt sich das Phytoplankton durch die angereicherten Mineralstoffe im Wasser, die ja beim aeroben Abbau toter Biomasse im Winter entstand. Dieses Phytoplankton bildet nun erneut die Grundlage des Nahrungsnetzes für Zooplankton und höhere Organismen. Ich hoffe, das Video war verständlich und hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über eure Unterstützung durch einen Daumen hoch sowie ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, eure Streberfabrik.